Die maximale Fabel. Es war einmal eine Elster, die hatte nur eines im Sinn. Schmuck, Glitzer und Edelsteine. Jeden Tag flog sie über den Wald und observierte jeden schillernden Punkt. Eines Tages sah sie zwischen den Zweigen der Bäume eine lange glitzernde Kette liegen. Oh, was denn für ein Klunker! Schrie sie froh und flog hinunter den Wald. Doch als sie unten war, konnte sie nichts entdecken. Wo ist meine Kette? Ein Igel kam des Wegs. Wo hast du meine Kette hingebracht, du Stachelschwein? Der Igel fühlte sich nicht angesprochen und stapfte weiter. Ach, so ist das, sagte die Elster und flog zum Fuchs. Der Igel hat meine Kette geklaut und will sie mir nicht wiedergeben. Der Fuchs sprach: Das riecht mir ja nach einer Verurteilung. Das gefällt mir. Und er rannte zu der Stelle, die die Elster ihm geheißen, während sie selber über den Wald flog. Doch was war das? Die Kette glitzerte wieder zwischen den Bäumen hervor. Aufgeregt flatterte sie wieder hinab und rief: Der Igel ist unschuldig! Aber der Fuchs hatte diesen bereits exekutiert und leckte sich das Maul. Die Elster war völlig niedergeschlagen und machte sich schwere Vorwürfe. Ich wollte doch nur die schöne Glitzerkette, die im Wald liegt. Sie flog wieder hoch und da sah sie die Kette. Diesmal nahm sie sich vor, die Kette nicht mehr aus den Augen zu lassen. Und als sie sich langsam durch die Äste gleiten ließ, wurde die glitzernde Kette zu einem kleinen Bächlein, welches sich murmelnd in den Waldsee schlängelte. Die Elster freute sich über das Glitzern und Schimmern so sehr, dass sie am Ufer des Bächleins bis zum Waldsee hüpfte. Oh, hier ist der ganze Schatz drin! Nun hielt sie es nicht mehr aus und sprang in die silbernen Fluten, um den ganzen Reichtum des Waldsees zu heben. Dabei ertrank sie in den glitzernden Silber und nie hatte sie etwas Schöneres gesehen. Und die Moral? Der Irrweg lockt mit viel Bequemlichkeiten, Glück, Reichtum und Köstlichkeiten und man drängt, um das zu haben, alles in den Straßengraben. Ein Irrweg erkennt man schlicht, weil er dir Gutes zunächst verspricht. Doch du erkennst zu spät, das Puzzle steckst bis zum Hals du im Schlamassel. So geht's nicht nur einzelnen Personen, auch Dörfern, Firmen, ganzen Nationen. Drum sei vor Versprechungen auf der Hut. Zu viel Gewinnchancen gehen meist nicht gut.